werde oft gefragt, wie meine Puppen denn die rosa Bäckchen bekommen. Und ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal die rosa Bäckchen machen wollte hier bei der Puppe, hatte ich so viel Angst, etwas falsch zu machen, weil ich gerade stundenlang damit verbracht hatte, die Puppe zusammenzunähen und dachte, jetzt in ein paar Sekunden kann ich alles wieder ruinieren. Also ich zeige mal, wie ich das mache. Ich nehme einfach hier die Melissa & Doug Stifte und mal, das sind pflanzenbasierte Wachsstifte, und da male ich jetzt auf ein kleines Stückchen Stoff hier, so intensiv oder wenig intensiv, wie ich es haben möchte. Dann wickle ich es um meinen Finger herum und dann halte ich es gut fest, damit ich ein bisschen Kontrolle habe, und dann fange ich an, das auf die Bäckchen zu geben in einer runden Bewegung hier. Und mache dann die Rundungen immer größer und größer, bis die Bäckchen so rot und groß sind, wie ich sie haben möchte. Und je nachdem, wie doll man drückt, wird es eben intensiver oder weniger intensiv. Und wenn man ganz dolle Sorge hat, etwas falsch zu machen, kann man ja auf der Rückseite des Kopfes üben, bevor man die Haare anbringt. Oder vielleicht auf einem Stückchen Stoff, was man nicht benutzt, kann man auch mal üben, wie man so diese runden Bewegungen hinbekommt. Aber eigentlich kann man so viel nicht falsch machen. Mit der Zeit verblasst ja auch das Rot ein bisschen, dann kann man das wieder auffrischen nach einiger Zeit. Und so kriegt das Püppchen dann die roten Bäckchen. Ich hoffe, das war ein bisschen hilfreich. Lasst mich doch wissen, wenn ihr noch andere Fragen habt, die ich vielleicht in einem kleinen Video beantworten kann. Und dann hoffe ich, dass ich euch ganz bald wiedersehe und ihr keine Sorgen und Ängste habt, hier etwas falsch zu machen bei euren Püppchen, wenn sie rote Bäckchen bekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es war hilfreich. Gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos und hinterlass mir einen Kommentar mit deinem Feedback und Videowünschen. Wenn du Lust hast, kannst du mich auch auf Facebook, Instagram und Twitter finden. Ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!